Kommen wir zu dem Punkt, weswegen ihr eigentlich alle hier seid. Und zwar über den Vortrag von den drei charmanten Damen hier vorne, von Bethje Schwarz, Katrin Englert und Doug Jerbig. Sie sprechen jetzt über die digitale Spaltung per Gesetz. Einen schönen Applaus. Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie und ihr alle da seid. Also, Arbeitslosengeld II-Beziehende brauchen keine internetfähigen Computer, weil sie Fernseher haben. Dieser Ansicht sind deutsche Sozialgerichte und forcieren damit eine digitale Spaltung per Gesetz. Im Zeitalter der digitalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft mutet dieser Umstand absurd an, aber eine breite öffentlichkeitswirksame Debatte steht bisher aus. Auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, welche Bedeutung das Internet im Alltag von Erwerbslosen hat, gibt es bisher kaum. Diese Frage ist bisher weder in der Erwerbslosen- noch in der Internetforschung untersucht worden und kann als Desiderat der Debatte um Ausgrenzung, Verwundbarkeit und Teilhabe formuliert werden. Aus einem aktuellen Forschungsprojekt zum Zusammenhang von Erwerbslosigkeit, Internet und Teilhabe möchten wir heute Antworten auf diese Frage geben und das Internet zwischen Produktion und Kompensation sozialer Ungleichheit verorten. Eine 39-jährige Interviewpartnerin, die Arbeitslosengeld II bezieht, sagte zu uns: "Ich kenne das Internet nur aus dem Fernsehen." Und das wird wohl auch so bleiben. Im April diesen Jahres weist das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen die Klage einer Arbeitslosengeld II-Bezieherin zurück, die die Übernahme der Kosten für einen PC samt Zubehör beantragt hatte. Begründet wird diese Entscheidung damit, dass ein PC für eine geordnete Haushaltsführung nicht notwendig sei und auch nicht für ein an den herrschenden Lebensgewohnheiten orientiertes Leben benötigt werde. Darüber hinaus ist nach Meinung des Gerichts ein PC nicht für die Grundversorgung mit Informationen erforderlich, weil diese durch Fernsehen und Rundfunk sichergestellt werde. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in der deutschen Abgaben- und Zivilprozessordnung wider. Während ein Fernseher aufgrund der Grundversorgung mit Informationen unpfändbar ist, gilt dies für einen internetfähigen PC nicht. Die Anschaffungskosten für ein solches Gerät sucht man in den Arbeitslosengeld II-Regelsätzen vergebens. Dort tauchen lediglich rein rechnerisch Ausgaben für Internet- sowie Online-Dienste in Höhe von 3,18 Euro im Monat auf und für Datenverarbeitung inklusive Software ist eine Summe in Höhe von 2,62 Euro im Monat vorgesehen. Sollte sich eine Arbeitslosengeld II-Beziehende oder ein Arbeitslosengeld II-Beziehender ein PC anschaffen wollen, so muss dies aus den Regelleistungen angespart werden, urteilt das Landessozialgericht Bayern. Damit lehnt das Gericht die Klage auf Gewährung eines Darlehens von der Arbeitsgemeinschaft, also der AGE, dem zuständigen Arbeitsamt, für die Beschaffung eines PCs ab. Dass es aufgrund der niedrigen Arbeitslosengeld II-Regelleistung kaum möglich ist, die Kosten für ein PC anzusparen, zeigt der Umstand, dass es mittlerweile in Hamburg eine Computertafel gibt. Der Verein Computerspende Hamburg e.V., der erste Computerverein, auch für Geringverdiener, hat seit seiner Gründung 2009 bereits gut 600 Anträge bearbeitet und gibt wöchentlich an 10 bis 12 Personen einen aus Elektroschrott zusammengebauten PC ab. Damit bietet der Verein eine pragmatische Lösung für ein gesellschaftliches Problem, dessen öffentlichkeitswirksame Verhandlung noch aussteht. Ein Interviewpartner, der sich selbst weder einen PC noch einen Internetanschluss leisten kann, prophezeit: "Aber so werden die Leute, immer weniger Leute nachher Internet haben. Wenn immer mehr Leute arbeitslos werden, wenn sie denn Internet haben, können sie es ja dann auch nicht mehr bezahlen. Und wenn man Internet hat, da braucht man ja immer wieder einen neuen Rechner nachher. Irgendwann geht der auch kaputt. Oder einen neuen Laptop. Dann geht der kaputt. Dann braucht man wieder einen neuen. Muss man aber das Geld haben dafür. Und als Hartz-IV-Empfänger ist das wieder schwer."
Der Alltag von Menschen im Arbeitslosengeld II-Bezug ist in besonderem Maße durch prekäre Lebensverhältnisse gekennzeichnet. Der Verlust von Erwerbsarbeit bedeutet den Verlust einer zentralen Dimension gesellschaftlicher Teilhabe, der sich auch auf weitere Teilhabeformen wie soziale Nahbeziehungen, Rechte, Kultur und Bildung auswirkt. Dabei hat die soziale Verwundbarkeit von Erwerbslosen durch die Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also durch die Einführung des Sozialgesetzbuchs II, besser bekannt als Hartz IV, ein neues Niveau erreicht. Denn mit der Einführung von Hartz IV ist ein Paradigmenwechsel zur aktivierenden Arbeitsmarktpolitik verbunden. Erwerbslosigkeit wird nun als Folge persönlichen Verhaltens gedeutet und der materielle Leistungsanspruch wird an die eigenverantwortliche Mitwirkung bei der Überwindung von Erwerbslosigkeit geknüpft. Fehlverhalten seitens der Arbeitslosengeld II-Beziehenden kann sanktioniert werden und niedrige staatliche Transferleistungen sollen auch eine Arbeitsaufnahme im Niedriglohnsektor attraktiv erscheinen lassen. Die Lebenslage Arbeitslosengeld II ist vor allem durch ein niedriges Versorgungsniveau gekennzeichnet. So reicht das Geld 7-mal häufiger als in der übrigen Bevölkerung nicht für Grundversorgungen wie eine warme Mahlzeit, ausreichende Winterkleidung oder eine Waschmaschine. Ein Interviewpartner beschreibt seine Lebenssituation mit Arbeitslosengeld II folgendermaßen. Also in Urlaub fahren oder so, alles nicht mehr drin. Auf kein Konzert kann man mehr gehen. Oder wie gesagt, ich habe einen großen Bekanntenkreis in der Stammkneipe gehabt und so. Nun kann ich nicht mehr. Außen vor. So, wenn mich ein Kumpel mitnimmt in die Kneipe, dann werde ich halt immer eingeladen. Das ist für mich aber auch nicht besonders schön. Wenn ich manchmal im Supermarkt sehe, wie die Verdienenden sich den Wagen vollpacken und man muss dann doch wieder Spaghetti essen oder sowas. Also das ist wirklich, man ist draußen, regelrecht. Kleidung kriege ich von meiner Mutter und meiner Schwester sowieso nie, also das ist halt also nicht. Sonst käme das ja auch noch. Ja, also ich würde es mal so verallgemeinern, dass man am sozialen Leben eigentlich nicht mehr teilhaben kann. Und so, kostet alles Geld, ne? Zum Leben mit Arbeitslosengeld II gehört zudem eine Einkommens- und Rechtsunsicherheit aufgrund von häufig fehlerhaften oder verspäteten Bescheiden der AGE sowie Sanktionen. So werden Betroffenen beispielsweise bis zu einer gerichtlichen Klärung Phasen der Existenzangst zugemutet und die reale Armut bedeutet teilweise eine andere und größere Not, als lediglich nur von den ohnehin sehr geringen Regelsätzen leben zu müssen. Ein Interviewpartner schildert seine Erfahrungen mit der AGE wie folgt. Ja, weil die bauen halt nur Scheiße, das ist so. Irgendwie, ich weiß es nicht, ich hasse das Arbeitsamt. Die ziehen einem Geld ab für nichts und wieder nichts. Und im Endeffekt muss man dann zusehen, wovon man leben tut, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch leider Gottes nur Hartz-IV-Empfänger und momentan noch im 1-Euro-Job. Ich bewerbe mich genug. Also, ich schreibe fast jeden Monat an die 600 Bewerbungen. Die kürzen trotzdem. Welche Rolle spielt nun das Internet in diesem von Ausgrenzungen und sozialen Verwundbarkeiten geprägten Alltag? Kann das Internet die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten, die mit Erwerbslosigkeit einhergehen, kompensieren? Können Erwerbslose mit Hilfe des Internets Handlungsfähigkeit zurückgewinnen? Welche Bedeutung schreiben Erwerbslose selber dem Zugang zum Internet zu? Wird ein nicht vorhandener oder eingeschränkter Internetzugang zu einer weiteren Dimension der Ausgrenzung und sozialen Verwundbarkeit von Erwerbslosen in der digitalen Wissensgesellschaft und produziert damit soziale Ungleichheit? In einem qualitativ angelegten und von der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, geförderten Forschungsprojekt unter der Leitung von Professor Dr. Gabriele Winker gehen wir diesen Fragen nach. Unser Forschungsprojekt, die Bedeutung des Internets für gesellschaftliche Teilhabe, am Beispiel alltäglicher Praxen Erwerbsloser, ist am Arbeitsbereich Arbeit, Gender, Technik an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg angesiedelt. Wir haben 30 circa 2 bis 3 Stunden lange Interviews mit Erwerbslosen geführt und mithilfe einer Software ihre Suchstrategien im Internet aufgezeichnet. Die Untersuchung fand in 3 verschiedenen Regionen in Deutschland statt.
Die Untersuchungsregionen unterscheiden sich hinsichtlich der Arbeitsmarktlage, der Arbeitslosenquote, der Armutsquote, der Verbreitung von Breitbandanschlüssen und der Intensität der Internetnutzung. Wir waren in einer westdeutschen Großstadt in Norddeutschland, in einer westdeutschen mittelgroßen Stadt in Süddeutschland und in einer ostdeutschen Kleinstadt in Norddeutschland. Die Zusammensetzung der Interviewten ist sehr heterogen. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner unterscheiden sich hinsichtlich ihres Alters, ihres Geschlechts, ihres Schul- und Berufsabschlusses und hinsichtlich ihres Erwerbsstatus, also ob sie Arbeitslosengeld 1 oder 2 beziehen oder ob sie gar im Nichtleistungsbezug sind. Einige Interviewte haben zudem einen Migrationshintergrund oder sind von Behinderungen betroffen. Wir haben auch mit 7 Personen gesprochen, die das Internet noch nie genutzt haben. Wir möchten nun erste Ergebnisse vorstellen und die Frage beantworten, welche Rolle das Internet im Alltag von Erwerbslosen spielt. Also ein zentrales Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass das Internet als Medium der Kompensation sozialer Ungleichheit fungiert. Das heißt, es hilft, eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten, die mit der Erwerbslosigkeit einhergehen, zu kompensieren. Vor allem im Bereich eingeschränkter kultureller Teilhabe und Freizeitgestaltung zeigt sich, dass das Internet mit kostenlosen Angeboten oder Tauschbörsen für Filme, Bücher und Musik, die leider oft illegalisiert sind, eine wichtige Kompensationsfunktion übernimmt. Dabei kommt dem Internet als Freizeitmedium in strukturschwachen ländlichen Regionen eine besondere Bedeutung zu, denn es gibt dort kaum Freizeitangebote vor Ort und vorhandene Angebote in den nächstgrößeren Orten können aufgrund von schlechter öffentlicher Verkehrsanbindung sowie fehlenden finanziellen Ressourcen für Mobilität kaum genutzt werden. Der zusätzliche Vorteil der Orts- und Zeitsouveränität, den das Internet hier bietet, ist aber nicht nur in strukturschwachen Regionen von Bedeutung. Auch bei eingeschränkter Mobilität aufgrund von Behinderungen oder bei eingeschränkten zeitlichen Ressourcen, beispielsweise bei alleinerziehenden Erwerbslosen, erweist sich die Internetnutzung als vorteilhaft. Eine 50-jährige Interviewpartnerin in ARD2-Bezug resümiert: Ich will mal gerne ins Konzert gehen wieder, ja. Also das bleibt mir eigentlich versperrt. Ich kann mir nicht mal mehr leisten, ins Schloss reinzugehen. Und das kostet, glaube ich, 18 Euro oder so. Oder 12 Euro. Also das Geld habe ich nicht. Gut, dann bleibt mir nur das Internet, meine Gitarre, mein Film, mein Fotoapparat. Auch im Bereich Bildung eröffnet das Internet beispielsweise mit kostenlosen Sprach- oder Instrumentalkursen Möglichkeiten der aktiven Zeitgestaltung und der Weiterbildung. Ein Interviewpartner, 25 Jahre alt, der im Rahmen eines 1-Euro-Jobs seinen Schulabschluss nachmacht, berichtet: Ich hatte halt die Möglichkeit, mir von anderen 1-Euro-Jobbern ein bisschen was beibringen zu lassen. Ob das viel gebracht hat, das wage ich zu bezweifeln. Sondern ich habe es doch eher über das Internet und selber geschafft. Fürs Lernen, für die Schule, so für meinen Abschluss, hat mir das Internet auf jeden Fall auch sehr viel geholfen. Also da gibt es auch eine Mathe-Seite, Oberprima nennt sich die. Da kann man dann auch, wenn man irgendeine Aufgabe nicht gelöst kriegt, schickt man die dahin und der dreht dann so eine Art YouTube-Video, wo er die Aufgabe an der Tafel für einen rechnet. Und das war auf jeden Fall ganz praktisch. Das ist halt auch ein Student irgendwie aus Berlin, der das halt macht. Der macht das halt auch für umsonst, sozusagen, gibt online Nachhilfe. Das Internet spielt darüber hinaus mit Preisvergleichen oder eBay eine wichtige Rolle für Teilhaber in der Konsumgesellschaft. Denn Erwerbslose können so die günstigsten Angebote finden oder auch auf einen großen Markt an Gebrauchtgütern zurückgreifen. Insofern kann das Internet Ausgrenzungen, die sich aufgrund der ökonomischen Situation ergeben, abschwächen. Auch hinsichtlich der unsicheren Rechtsposition und in Anbetracht der schlechten Informationspraxis der AGEN bietet das Internet Teilhabegewinne für Erwerbslose. Häufig wird das Internet genutzt, um sich im Vorfeld eines Termins mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der AGEN selbst über seine Rechte zu informieren und sich auf das Gespräch vorzubereiten. In diesem Kontext werden beispielsweise auch Foren genutzt, bei denen zu konkreten rechtlichen Sachverhalten Fragen gestellt werden können und direkt von der Erfahrung anderer profitiert werden kann. So gewinnen Arbeitslosengeld II-Beziehende durch das Internet ihre Handlungsfähigkeit zurück, in der durch Abhängigkeit und gefühlter Willkür geprägten Beziehung zur AGE und können sich so zur Wehr setzen. Dabei wird deutlich,
dass die Internetangebote eine wichtige Ergänzung der unzureichenden Offline-Rechtsberatung für Erwerbslose darstellen und zudem eine Form der Selbsthilfe ermöglichen. Ein Interviewpartner berichtet von seinen Erfahrungen. Es gibt, also wenn ich irgendwelche rechtlichen Fragen zu klären habe, speziell mit den Ämtern, was die machen können und was nicht, da gibt es ein Forum, das nennt sich Tacheles. Und die sind sehr kompetent. Da kann man Fragen stellen und bekommt dann wirklich kurz danach Antworten. Sind auch immer Leute vom Amt dabei, die sich natürlich nicht als solche zu erkennen geben. Aber dann die Position. Dann schreiben sie das und da musst du aufpassen. Und das hat mir schon sehr viel genützt, ne? Ist auch enorm, was man da manchmal liest, was andere so für Probleme haben. Da fällt mir auf, dass es hier im Süden ein bisschen lockerer ist, wahrscheinlich wegen der ökonomischen Situation. Also speziell in den neuen Bundesländern, was ich da so lese, da tun sie die Leute sehr viel mehr triezen, habe ich so den Eindruck. Und die müssten einen auf den Ämtern eigentlich beraten, in allem. Das tun sie aber nicht. Oft kriege ich eine Desinformation. Eine Kompensation ermöglicht das Internet auch hinsichtlich des Verlusts der zentralen Teilhabedimension Erwerbsarbeit. Einerseits stellt das Internet eine alternative Einkommens- und Zuverdienstquelle dar, beispielsweise durch Verkäufe bei eBay oder als Verkaufsplattform für eigene Produkte. Zudem erscheint das Internet unerlässlich für die Stellensuche sowie zur Vorabinformation bezüglich potenzieller Arbeitgeber. Andererseits bietet das Internet auch Teilhabeeffekte regulärer Arbeit wie Tagesstruktur und soziale Kontakte. Im alltäglichen Tagesablauf hat das Internet häufig seinen festen Platz. So beginnt der Tag mit E-Mails checken, dem Lesen des tagesaktuellen Geschehens in kostenlosen Online-Ausgaben von Zeitungen, der Online-Recherche von Stellenangeboten oder Online-Banking. Am Nachmittag oder Abend wird das Internet hingegen eher zur Freizeitgestaltung genutzt. Ein Interviewpartner antwortet, gefragt nach seinem typischen Tagesablauf: Ja, den gibt's. Also ich schlafe so bis 9, 10. Und dann ist das Erste, dass ich in den Rechner gucke, ob E-Mail da ist. Spiegelportal ist eigentlich das Erste, wo ich hingehe. Und dann habe ich so verschiedene Stellen, die ich dann so abgrase. Also ich schaue dann immer mal in die Bild-Zeitung rein. Und ich mache auch ein paar illegale Sachen mit dem Rechner. Also Filme und Musik klauen. Das mache ich auch sehr gerne, ne? Ich stehe auf, trinke Kaffee und bin dann im Netz. Das ist so richtig, da werde ich dann langsam wach dabei. Und auch als sozialer Ort ist das Internet für Erwerbslose von Bedeutung, denn über Foren, Chats oder Social Communities können soziale Kontakte gepflegt werden, auch im Falle aus finanziellen Gründen eingeschränkter räumlicher Mobilität. Das heißt, wenn man sich also die Fahrt zu den Freunden oder der Familie nicht mehr leisten kann. Zudem wird hier soziale Zugehörigkeit ermöglicht, auch fern der Festlegung der eigenen Identität auf Erwerbslosigkeit. Eine Teilnehmerin erzählt: Ja, Internet, das ist wie eine zweite Heimat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, kein Internet zu haben, ja. Weil erstmal findet man dort immer wieder Leute, die man kontaktieren kann. Man nutzt das Internet, um sich zu informieren, um sich selbst zu bilden. Und man hat eventuell mal Glück, dass man nette Leute kennenlernt. Also früher war es zumindest so. Da bin ich immer in einen Polit-Chat gegangen. Da war ich auch immer drin. Ja, man hat wirklich tolle Leute kennengelernt, mit denen man gut kommunizieren konnte. Mit denen man auch mal telefoniert hatte dann, auch privat oder so. Und das hier in ganz Deutschland. Dann kommst du eben aus Wuppertal. Auch als Informationsmedium hat das Internet für Erwerbslose eine besondere Bedeutung. Die Interviewten nehmen das Internet als demokratisches Medium wahr, weil es eine in den klassischen Medien nicht zu findende Informations- und Meinungsvielfalt eröffnet. Diese Meinungsvielfalt stellt einen Gegenpol zu den häufig stigmatisierenden Diskursen rund um Faulheit und Verschwendung in den traditionellen Massenmedien dar. Diese Formen von Gegenöffentlichkeiten können für Erwerbslose eine wichtige entlastende Wirkung haben. Ein Interviewpartner antwortete auf die Frage, was ihm das Internet in seinem Alltag bringt: Zeitvertreib. Also das ist ein richtiger Teil von meinem Leben geworden. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen ohne. Also mir würde wirklich was fehlen. Mir würde wirklich was fehlen, ne? Da wäre ich abgeschnitten von jeglicher Information. Wie gesagt, Zeitungen kann ich mir nicht mehr leisten. So ist es eh interessant. Ich kann die verschiedensten Zeitungen lesen, von jeglicher politischer Couleur. Kann das so vergleichen. Das macht mir Spaß.
Zudem bietet das Internet einen Raum für gemeinsames politisches Engagement, beispielsweise in Form von Petitionen oder E-Mails an Politiker und Politikerinnen. Gerade als Ort der Vergemeinschaftung und Solidarität ist das Internet für Erwerbslose von Bedeutung, weil es insgesamt für Erwerbslose kaum eine Lobby- oder Interessenvertretung gibt. Häufig ist der Eindruck vorherrschend, mit den eigenen Problemen mehr oder weniger alleine dazustehen. Eine 50-jährige Interviewpartnerin, die selbst in Arbeitslosengeld II-Bezug ist und sich in einer Erwerbsloseninitiative engagiert, beschreibt die Bedeutung des Internets in diesem Kontext folgendermaßen. Ja gut, oder wenn ich Widersprüche jemandem schicken will, dann mache ich das auch via Internet, zumal wenn er eine Mail hat. Dann mache ich das immer als Anhang. Den braucht er bloß noch rausladen, unterschreiben und wegschicken. Und selbst für politische Tätigkeiten, da kann man sich auch informieren. Was machen zum Beispiel die Bremer? Was machen die anders als wir? Früher habe ich das Internet mehr privat genutzt oder nur aus einem Gedanken heraus. Und heute nutze ich das schon, um den Menschen zu helfen und auch mitzumischen. Es hat auf jeden Fall eine größere Bedeutung, für die Betroffenen vor allem. Das hilft ihnen ja auch selbst. Selbsthilfe zur Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bedeutung, die das Internet im Alltag von Erwerbslosen hat, ist also vielfältig. Das Internet erscheint als hilfreiches Medium im Bereich Kultur und Bildung, als Medium für Zeitvertreib und Freizeitgestaltung, als Medium für Empowerment im Bereich Rechte, als alternative Einkommens- und Zuverdienstquelle, als Mittel der Tagesstrukturierung, als sozialer Ort und Heimat, als Raum für Solidarität oder auch als Arbeitsmittel für politisches Engagement. Längst ist das Internet viel mehr als nur ein Informationsmedium, als dass es ja noch im Gerichtsurteil des Landessozialgerichts NRW klassifiziert wird. Vielmehr spielt das Internet eine entscheidende Rolle bei der Realisierung von gesellschaftlicher Teilhabe und übernimmt in vielfältiger Hinsicht eine wichtige Kompensationsfunktion sozialer Ungleichheit. Dabei zeigt sich, dass die Bedeutung des Internets als Kompensationsmedium eingeschränkter Teilhabe umso größer wird, desto vielfältiger Personen von strukturellen Benachteiligungen betroffen sind. Erwerbslose, die zusätzlich physisch oder psychisch belastet sind, einen Migrationshintergrund haben, alleinerziehend sind oder in strukturschwachen Regionen leben, können mit dem Internet die mehrfach vorhandenen Ausgrenzungsmomente kompensieren. Das Internet ist aber nicht nur eine Unterstützung bei der Realisierung gesellschaftlicher Teilhabe, sondern wird sogar zu einer Voraussetzung. Bezüglich des Zugangs zu Informationen erscheint die Nutzung des Internets heute fast relevanter als die Rezeption von traditionellen Massenmedien. Mehr Informationen finden Sie unter tagesschau.de. Viele Informationen sind außerhalb des Internets nur schwer zugänglich. Und von Kundinnen und Kunden wird in immer mehr Bereichen eine Mitarbeit verlangt, um überhaupt an bestimmte Dienstleistungen zu kommen. Hier ist die Arge mit der Telefonauskunft, lesen Sie das doch selber nach, das steht doch im Internet, keine Ausnahme. Je mehr solche Mitarbeit ins Internet verlagert wird, umso schwieriger wird es, ohne dieses Medium auszukommen, so berichtet uns ein Interviewpartner. Also wenn man direkt bei der Arge oder beim Sachbearbeiter anruft, der ist dann doch durchweg unfreundlich zu einem. Also die sind halt einfach nicht so auskunftsfreudig. Also wenn man die mal irgendwas fragt oder so, dann sagen die eher, ja, lies doch selber nach oder so. Das steht doch im Internet. Und ja, die sind halt selber darauf bedacht, wahrscheinlich wenig zu tun. Und dadurch sparen sie Arbeit, wenn man das selber macht. Auch in der Wahrnehmung der Interviewten selbst ist das Internet längst zum Symbol gesellschaftlicher Teilhabe geworden. Dazu sagt eine Interviewpartnerin, also es läuft echt alles nur noch übers Internet. Einkaufen, Gespräche werden darüber geführt, ein Freund wird darüber gesucht. Was haben die Leute früher gemacht? Man denkt selber, vor einem Jahr hattest du noch kein Internet. Wie konntest du denn das überleben? Mittlerweile denke ich, wie hast du das denn geschafft? Man fängt echt an, nicht mehr ohne leben zu können. Das Internet gehört zur Normalität der digitalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft und ist im Alltag von Erwerbslosen omnipräsent. So sind beispielsweise Online-Bewerbungen eine Selbstverständlichkeit und bieten eine kostengünstige Alternative zu klassischen Bewerbungen in Papierform. Und auch die Arge setzt einen Internetzugang als Normalität voraus, was erst kürzlich wieder deutlich wurde, als die Bundesagentur für Arbeit auf die in einer Kundenbefragung bemängelte Verständlichkeit der Antragsunterlagen mit einer im Internet abrufbaren
elektronischen Ausfüllanleitung reagierte. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein nicht vorhandener oder eingeschränkter Internetzugang an sich zu einem Faktor sozialer Ungleichheit wird und eine weitere Dimension der Ausgrenzung und sozialen Verwundbarkeit von Erwerbslosen darstellt. Ein fehlender oder eingeschränkter Zugang produziert durch die Exklusion von zentralen Lebenschancen soziale Ungleichheit. Diese Bedeutung des technischen Artefakts Internet ist in bisherigen Debatten um Ausgrenzung und Teilhabe verkannt worden. Es ist aber nicht nur ein Internetzugang notwendig, sondern auch die Fähigkeit, damit umzugehen. Diese können nur adäquat entwickelt werden und aufrechterhalten werden, wenn das sich schnell wandelnde Internet im Alltag orts- und zeitsouverän genutzt werden kann. Dafür sind eine gute Technikausstattung und ein eigener Internetanschluss nötig. Ist diese Nutzungsautonomie eingeschränkt, wirkt sich das aber nicht nur negativ auf die Medienkompetenz aus, sondern verringert die vielfältigen Teilhabechancen des Internets insgesamt. Ein Interviewpartner mit eingeschränktem Internetzugang antwortet auf die Frage, was ihm ein eigener Internetanschluss in Alltag bringen würde. Da würde ich halt weniger Fernsehen gucken. Da würde ich halt ein bisschen im Internet gucken, wo ich denn irgendwelche Arbeitsstellen herkriegen würde oder so, wo man dann nachfragen könnte, wo man Arbeit kriegen könnte. Dass man sich dann auch so ein bisschen über die Firma schon mal schlau machen kann, dass man weiß, was die Firma macht. Das wollen die meisten Firmen wissen, wenn man das Bewerbungsgespräch hat. Dann fragen die ja, wie haben sie sich schon informiert über die Firma? Ich habe aber kein Internet. Da kann man sich ja auch nicht informieren. Und dann geht man halt unvorbereitet dahin. Weiß ich nicht, also das bringt schon viel. Da braucht man sich keine Zeitung kaufen oder so. Da kann man sich halt darüber neu informieren, was überall so los ist. Dass man so ein bisschen Bescheid weiß, was überhaupt noch so in der Welt passiert. Bloß so, wenn man gar nichts hat, kein Internet, keine Zeitung, da lebt man ja auch noch wie im Steinzeitalter. Bisher sind Geringverdienende und Erwerbslose eher als andere Bevölkerungsgruppen vom Internet ausgeschlossen. Es zeigt sich eine sehr große Kluft bezüglich der Internetnutzung zwischen einkommensschwachen Haushalten und finanziell besser gestellten Gruppen. Seit Jahren gilt, je reicher eine Person ist, desto eher hat sie einen Zugang zum Internet. Erstmalig im Jahr 2010 steigt die Internetnutzung in der Gruppe mit weniger als 1.000 Euro Haushaltseinkommen auf über 50%. Das heißt, immer noch ist in dieser Gruppe erst jede zweite online. Dabei steigt die Wahrscheinlichkeit, vom Internet ausgeschlossen zu sein, wenn Personen zusätzlich zu einem geringen Einkommen auch noch über einen geringeren Bildungsabschluss verfügen, bereits älter sind und oder im ländlichen Raum in den neuen Bundesländern leben. Diese digitale Spaltung entlang der Kategorie Einkommen wird derzeitig in Deutschland per Gesetz weiter festgeschrieben. Die Chance auf eine Veränderung wurde trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2010 von politischer Seite aus vergeben. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht die Arbeitslosengeld-II-Regelsätze als verfassungswidrig eingestuft und eine Neuberechnung gefordert. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber dazu aufgefordert, die soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im Hinblick auf die Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums zu erfassen, die sich etwa in einer technisierten Informationsgesellschaft anders als früher darstellt. Das war ein Zitat. Im neuen Gesetzesentwurf der Bundesregierung sind allerdings für Internet- und Online-Dienste weiterhin lediglich 2,28 Euro im Monat vorgesehen und für Datenverarbeitungsgeräte und Software 3,44 Euro. Diese geringen Summen erstaunen insofern nicht, weil die Berechnungsgrundlage der neuen Regelsätze das Verbrauchs- und Konsumverhalten des untersten Einkommens Fünftels herangezogen wird. Das heißt, als Referenzgruppe dienen die Haushalte, die seit Jahren von einer digitalen Spaltung betroffen sind. Der Gesetzentwurf, der zum Januar 2011 in Kraft treten sollte, wird zwar derzeit noch im Bundesrat kontrovers diskutiert, aber weitgehende Veränderungen sind da wohl eher nicht zu erwarten.
Die Bedeutung des Internets für Erwerbslose wird insofern weiter verkannt und die Anerkennung des Internets als Grundbedarf nicht diskutiert. Damit sind Erwerbslose tendenziell doppelt ausgegrenzt, aus der Erwerbsarbeitsgesellschaft und auch aus der digitalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Der Gesetzgeber nimmt den Betroffenen damit die Möglichkeit, ihre marginalisierte Position mit Hilfe des Internets zu kompensieren und Handlungsfähigkeiten zurückzugewinnen. Angesichts der andauernden digitalen Spaltung per Gesetz bedarf es dringend politischer Forderungen, denn das Internet darf kein Netz für Wohlhabende bleiben. Einer der Interviewten formuliert treffend seinen Verbesserungsvorschlag bezüglich des Internets. Gratis könnten Sie es machen, für alle Menschen, ne? Also es könnte in der Zukunft fast schon sowas sein wie ein Menschenrecht, dass man Zugang hat zum Internet. Also das wäre für mich ein Vorschlag, dass jeder es umsonst kriegt. Ich könnte es mir zum Beispiel nicht leisten, wenn mir meine Schwester nicht die Hälfte zahlen würde. Gefordert werden muss also erstens die Anerkennung des Internets als Grundbedarf in der heutigen digitalen Gesellschaft. Zweitens muss die Unpfändbarkeit von internetfähigen PCs eingeführt werden. Lediglich die Nutzung eines Telefons als Grundbedarf zu werten und bei der Berechnung der Regelleistungen zu berücksichtigen, reicht einfach nicht aus. Vielmehr muss hier die Logik der Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren konsequent weitergedacht werden und die Kosten für einen Internetzugang übernommen werden. Des Weiteren bedarf es drittens dringend der Gewährleistung der notwendigen Technikausstattung, sodass Erwerbslose das Internet orts- und zeitsouverän nutzen können. Dies könnte durch eine angemessene Erhöhung der Regelsätze realisiert werden. Allein es fehlt der Wille. Bis dahin muss im Rahmen der bestehenden Regelsätze ersatzweise die Einführung individueller Bedarfsleistungen gefordert werden, die für die Anschaffung eines internetfähigen PCs von Erwerbslosen beantragt werden können. Außerdem bedarf es viertens zielgruppenspezifischer Computerkurse für Nichtnutzende, die sowohl Medienkompetenzen als auch den Nutzen und die Möglichkeiten des Internets vermitteln. Da das Internet gerade im Bereich Kultur und Freizeit große Teilhabegewinne ermöglicht, könnte man fünftens überlegen, ein Sozialticket für Internetangebote einzuführen, damit sich Erwerbslose durch die Nutzung illegalisierter Angebote nicht mehr strafbar machen müssen. Und hätten also jetzt Raum für Nachfragen. Wir haben euch aber auch Diskussionsfragen mitgebracht. Wenn das hier alles gefordert wird, also Ermäßigung für Erwerbslose oder Geringverdiener, dann möchte ich auch hier eine Staffelung auf dem CCC haben mit den Preisen. Dringend. Hallo, als jemand, der selber beinahe am Rand der Arbeitslosigkeit gestanden hat und aus einer Familie kommt, die selber sozial schwach war, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass ich es ohne die Mithilfe eines meiner Nachbarn nicht geschafft hätte, überhaupt einen Job oder eine Ausbildung zu bekommen und ohne einen Zugang zum Internet auch wahrscheinlich nicht dazu gekommen wäre, so viel Bildung aufzusaugen, wie es mir möglich war, um am Ende das zu schaffen, was ich geschafft habe, nämlich eine Ausbildung zu bekommen, auf eigenen Beinen zu stehen und selbst für mich zu erreichen, was ich erreichen wollte und zu tun, woran ich schon immer Spaß hatte und was ich auch eigentlich lebe. Und in unserer LUG, wo ich halt auch Mitglied bin, haben wir uns auch dafür entschieden, Rechner für Hilfebedürftige zu spenden und herbeizuschaffen. Wir haben bisher schon 30 Rechner aus einem Rechenzentrum bei Düsseldorf gespendet bekommen.
Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind halt noch für Benutzer passende und kleinere Gehäuse, weil ein 19 Zoll 2 HE Kasten möchte halt keiner unterm Tisch liegen haben. Ne? Und man kann das Projekt auch im Internet finden, das wäre ftpc.lugmoe.de. Wenn ich mich recht entsinne, war auf einer Folie, dass die Person 600 Bewerbungen in demselben Monat geschickt hat. Mal angenommen, man hätte von denen, sagen wir, 100 Stück per E-Mail schicken können, dann hätte das Finanzamt allein in diesem Monat 50 Euro weniger Porto zahlen müssen, bevor man sich, glaube ich, locker einen Internetanschluss leisten könnte. Hallo? Ich würde nochmal eigentlich daran erinnern, dass wir selbst natürlich auch was tun können. Was sind mögliche Dinge? Und ich sehe auch in Berlin, dass die Freifunker, die sozusagen Funknetzwerke, worüber sie auch Internetzugänge oder andere Leute, die daran teilnehmen, die es anbieten, auch machen für Hartz-IV-Empfänger in Berlin, für Leute, die sozial schwach sind. Die machen dann auch Richtfunkstrecken zu Asylbewerberheimen. Da kann sozusagen jeder mit technischen Skills einfach was tun, ohne auf irgendwie die Politik warten zu müssen oder vielleicht werden mal eben ordentliche Informationssammlungen oder Möglichkeiten, dass sozial Benachteiligte sich im Netz darstellen können mit einer Internetpräsenz, das einfach irgendwie kostenlos anzubieten. Dinge, die ja, Besucher dieses Kongresses auch einfach mal anfangen können. Hallo, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Gesetz es drinsteht, ob es im Grundgesetz war oder ob es ein eigenes Gesetz war. Irgendwo war ja festgehalten, was zum Grundbedarf dazugehört. Und dazu gehört halt sowas wie ein Telefon, wie Wasser und auch wie Privatfernsehen, Internet halt nicht. Das ist genau dieser Punkt, den wir hier halt haben in der Problematik. Und es ist auf jeden Fall eine politische Forderung, die man da stellen muss, dass es da reinkommt. Andere Länder sind da deutlich weiter. Ein Beispiel ist zum Beispiel Estland. Die haben festgeschrieben, dass Internet zur Grundversorgung gehört. Und die haben fast flächendeckendes kostenloses WLAN für alle Menschen, die halt da sind. Also nicht, dass man sich da identifizieren müsste, sondern kann man auch so rein. Und die haben teilweise das so gelöst, dass sie halt relativ viele Bibliotheken haben und so weiter für Menschen, die keinen eigenen Computer haben. Da muss man schauen, ob das weit genug geht. Aber es ist auf jeden Fall ein erster Ansatz, festzustellen, dass die Infrastruktur heutzutage halt so wichtig ist wie Strom oder Wasser. Und das ist halt deutlich wichtiger für die meisten Menschen ist als ein Fernsehanschluss. Und das muss halt eine politische Forderung, die halt auch gestellt werden muss von den Menschen. Ja, ich möchte jetzt gerade von den Peace Missions eine Anmerkung vortragen. Und zwar geht es um die Pfändbarkeit von PCs. Und da war die Anmerkung eben, dass das so allgemein nicht richtig ist, dass alle PCs pfändbar wären, sondern da wird einfach auch unterschieden zwischen brauchbaren Internet-PC ohne großen Marktwert und dem neuesten Equipment und ein 4 Jahre altes Notebook. Das ist eher unpfändbar, während halt ein nagelneues iPad eben pfändbar ist. Ich hätte eine eigentliche Frage. Und zwar wurde ja gesagt, dass Internetanschlüsse nicht wirklich gezahlt werden, es wird nicht gefördert, sondern stattdessen ist es anscheinend ausreichend, traditionelle Medien zu benutzen, also Fernsehen und Radio. Wie viele öffentlich finanzierte Programme haben denn Quoten, die nur aus Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2 Empfängern bestehen? Also wie sehr ist es denn so, dass diese traditionellen Medien eben von diesen Arbeitslosengeldempfängern abhängig sind, dass sie sie brauchen? Denn die bekommen ja auch Geld, das sie verkonsumieren. Und dahingehend haben nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern auch private Medien ein Interesse an ihnen, weil sie da wohl Werbung schalten können. Inwiefern ist es denn so? Das wissen wir leider nicht. Das haben wir nicht untersucht. Kann ich höchstens auf Studien aus der Medienforschung verweisen, die sich mehr auf Fernsehen und Radio spezialisiert haben. Mal da reingucken. Aber das wissen wir selber nicht. Okay, danke.
Aber ich denke trotzdem, dass der Marktwert von Erwerbslosen einfach nicht so hoch eingeschätzt wird, weil sie haben ja auch nicht so viel auszugeben. Also Werbung wird, glaube ich, oder Werbung speziell für Erwerbslose, die als Zielgruppe hat oder nutzt, kann ich mir ehrlich gesagt jetzt so aus dem Gucken am Fernsehen nicht vorstellen. Also sie sind keine gute Zielgruppe sozusagen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, dem scheint nicht so zu sein. Also möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Bethia Schwarz, Katrin Englert und Dirk Gerbig für den Vortrag bedanken. Applaus